Hey Leute, herzlich willkommen bei Project Drive. Euch ist sicherlich der Mitgliedwerden-Button neben dem Abonnieren-Button aufgefallen. Mit diesem Button werdet ihr Kanalmitglied. Diese Mitgliedschaft nennt sich dann Project Drive Plus. Ich habe lange überlegt, was ich für Namen da benutzen kann, so Project Drive Prime als Anleihe, ne? Ihr versteht schon, an Amazon und sowas oder keine Ahnung. Ultra, ich wollte eigentlich sowas wie Project Drive Ultra Max Plus oder sowas nennen, weil es halt einfach lustig ist, ein bisschen auf die Schippe nehmen, die ganzen Sachen. Und als Kanalmitglied habt ihr natürlich gewisse Vorteile, die da wären. Logos für treue Mitglieder, was so viel bedeutet wie, dass ihr nach einem Monat, 2 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten und 24 Monaten ein passendes Project Drive Logo, also quasi neben euren Namen stehen habt. Also selbst wenn ihr kommentiert, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, dieses Logo steht neben dem Namen nur bei Livestreams, wenn ihr da in den Livestream kommentiert. Aber nein, sogar ganz normal, wenn ihr einen normalen Kommentar schreibt unter die Videos, ganz normal, erscheint sogar dieses passende Logo dann, je nachdem wie lange ihr natürlich Kanalmitglied seid, neben euren Namen. Coole Sache. Und hebt euch natürlich von der Masse ab, logischerweise. Außerdem bekommt ihr exklusiv die Chance, neue Videos vorab zu gucken. Ich finde, das ist eigentlich so ein essentieller Teil dieser Mitgliedschaft, weil das ist schon cool irgendwo. Also wenn ich ein Video natürlich zeittechnisch früh fertig habe zum Beispiel, dann kann ich einstellen, dass Kanalmitglieder dieses entsprechende Video oder auch alle Videos, das wird ja für alle Videos dann in Zukunft so sein, es entweder vielleicht sogar schon einen Tag vorher sehen können, also direkt nachdem ich fertig bin quasi mit der Produktion, kann ich schon einstellen, ja, für Kanalmitglieder, die können das direkt sehen, alle anderen müssen halt warten, aber das ist natürlich auch natürlich mit diesem Preis verbunden, den man monatlich bezahlt, ist ja logisch. Wie gesagt, ich werde das so handhaben, dass man quasi entweder, was aber wahrscheinlich seltener vorkommen wird, dass man direkt einen ganzen Tag das vorher sehen kann, weil das ist, so eine Produktion von einem Video ist nicht ohne, ne? Also vor allem, wenn man dann rumfahren muss und auch Reviews macht und sowas. Ich war ja schon auf zigtausend gefühlt Reviews dabei und habe sie auch gedreht als Kameramann. Einige kennen mich ja von Christopher, von Carmaniac. Ich sag mal so, in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass man meistens zumindest die Videos so ein paar Stunden vorher schon sehen kann. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein toller Vorteil. Dann gibt es noch Fotos und Status-Updates. Das heißt, es wird ein wenig intimer, nenne ich es mal. Das bedeutet im Prinzip, die Fotos oder Videos, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, an Produktionen bin, so hinter die Kulissen und sowas, werde ich dann in Zukunft nicht mehr über Instagram machen oder natürlich auch, aber nicht so ausführlich, sondern im Community-Bereich. Dort gibt es dann im Prinzip eine Funktion, die ich benutzen kann, sodass ich Status-Updates und auch Fotos und Stories oder weiß ich nicht, Abstimmungen nur für Kanalmitglieder quasi auch machen kann. Das wird in Zukunft vielleicht noch wichtig, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das noch wichtig werden wird. Dann gibt es natürlich den Live-Chat nur für Mitglieder. Das ist jetzt, bin ich ganz ehrlich, jetzt noch nicht so wichtig. So viele Abonnenten habe ich ja noch nicht. Und das wird sich auch bald ändern, hoffe ich. Es ist ja meistens so, bei Live-Chats, da gibt es manchmal Chaoten oder Idioten oder wen auch immer, die halt irgendeinen Schwachsinn da reinschreiben, und so grenzt man natürlich die Mitglieder im Prinzip von den anderen Leuten ab, die vielleicht halt vielleicht nur Blödsinn reinschreiben, kann ja sein, keine Ahnung. Und so kann ich natürlich auch, wenn Livestreams geschehen, und glaubt mir, die werden geschehen, persönlicher beantworten, weil ich sehe das ja. Ich sehe, wenn ein Kanalmitglied einen Kommentar auch macht, also im Livestream, dann sehe ich das direkt. Es wird mir quasi vorrangig angezeigt. So, wenn ihr 2,99 € im Monat zahlen wollt und auch könnt, sehe ich eure Kommentare, das bedeutet jetzt die normalen Kommentare unter den Videos selber, zuallererst. Außerdem gibt es noch lustige, naja, Emojis. Das sind Bilder, die ihr in den Kommentaren einfügen könnt. Das kennt ihr vielleicht von anderen YouTube-Kanälen mittlerweile. Das sind meistens Reaktionen von mir selber als PNG. Und dann kann man das eigentlich passend zu dem, was man halt kommentiert, einfügen. Hier, das sind beispielsweise sowas wie oder na, ihr versteht. Und das kann man dann cool einfügen. Auch eine coole Sache. Das sind hauptsächlich eigentlich die Vorteile für 2,99 € im Monat, die man als Abo bei mir quasi als Kanalmitglied abschließen kann, und diese Vorteile bekommt ihr dann dadurch. Super Sache an sich. Und nur damit das auch wirklich klar ist, das ist ein freiwilliges monatliches Abonnement. Ich zwinge dazu keinen, das muss wirklich keiner machen.
Ist auch nicht schlimm, wenn es keiner macht, aber es ist eine Möglichkeit natürlich, diesen Kanal zu unterstützen. Bei mir ist es noch ein bisschen schwieriger, an Autos zu kommen, an dies zu kommen, an eigentlich alles Mögliche zu kommen. Das muss man auch so sagen, ziemlich viele mittlerweile kleinere YouTuber gibt, Auto-YouTuber vor allem. Und die streiten sich quasi alle um Fahrzeuge hier beim Autohändler, dies, das, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Presseleute von den Automarken schon total gelangweilt sind, weil so viele Leute da anrufen. Aber wenn ihr die Mitgliedschaft abonniert, bekommt ihr diese genannten Vorteile. Ihr könnt natürlich eure Gedanken dazu in den Kommentaren Ausdruck verleihen. Beispielsweise bei Carmania gab es ja auch schon ein paar wenige Leute, die sich darüber beschwert haben, dass er jetzt Mitgliedschaften aktiviert hat. Komplett grundlos, meiner Meinung nach, weil es muss ja eben, wie gesagt, keiner machen. Niemand wird dazu gezwungen, muss wirklich keiner machen. Für mich persönlich wäre es natürlich cool, weil so weiß ich, okay, es gibt Leute, denen ist der Kanal vielleicht jetzt schon, weiß ich nicht, eine Informationsquelle, weil ja zum Beispiel jeden Freitag kontinuierlich mittags rum die News kommen. Und das ziehe ich ja jetzt jede Woche schon seit Monaten, seit über einem halben Jahr schon durch. Die News, die werden natürlich erstmal fester Bestandteil des Programms sein. In Zukunft werden eventuell auch noch neue Mitgliedschaftsmodelle dazukommen. Das heißt, dann gibt es nicht nur den Project Plus, sondern gibt es halt dann, keine Ahnung, wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel als zweite Stufe, die dann, was weiß ich, ein bisschen teurer ist, weiß ich nicht, Project Drive Prime, ne? Wie ich vorher gesagt habe. Da habe ich mir schon das ein oder andere coole Feature dafür ausgedacht, theoretisch, wenn es überhaupt dann dazu kommt, zu einem zweiten Modell. Aber vorerst alles mit der Ruhe und mit der Zeit. Was man an meinem Kanal jetzt schon sehen kann, ist natürlich, es besteht sogar schon eine kleine Community. Und das finde ich echt super, da bin ich wirklich froh drum und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Das sieht man unter anderem an den guten Like-Raten und dafür möchte ich mich bedanken und natürlich auch für die Abos. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, da bin ich wirklich sehr dankbar für. Außerdem bin ich guter Dinge, dass dieser Kanal noch sehr wachsen wird und darauf freue ich mich sehr. Danke euch fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Video. Ciao.